So, hallo Leute, ich habe ein paar E-Mails bekommen, dass ich mal ein Video machen soll. Und zwar soll ich dieses Jägerlatein oder die Jägersprache oder so diese Fachausdrücke erklären. Fangen wir erstmal relativ einfach mal an. Es gibt eine sogenannte kalte Waffe. Eine kalte Waffe ist nichts anderes als ein Messer. Kalt, weil da kein Pulver verschossen wird. Das nennt man also dann jede Art von Messer, nennt man dann kalte Waffe. Und dann gibt es die normalen Waffen, da gibt es einmal Kurzwaffen, die schauen, kennt ihr, das ist sowas hier, eine Pistole oder ein Revolver, kennt ihr aus dem anderen Video. Dann gibt es sogenannte Langwaffen, das ist dann sowas hier oder sowas hier. Was ist da der Unterschied? Und zwar das hier, das ist eine sogenannte Büchse. Büchse heißt, ich verschieße, na, wo habe ich sie denn? Eine Kugel. Deshalb heißt einfach Büchse. Wenn also ein Jäger von der Büchse spricht, meint er damit ein Gewehr, was eine Kugel verschießt. Dann gibt es noch einen anderen Ausdruck, und zwar heißt der Flinte. Flinte ist ein sogenanntes Schrotgewehr. Das ist sowas hier. Mit so einer Flinte verschießt man solche Patronen hier. Das sind also lauter ganz kleine Kugeln, die dann so einen Streukreis bilden und damit praktisch dann das Wild treffen. Mit Schrot schießt man jetzt bei uns in Deutschland nur auf Niederwild, und davon ausgenommen ist, Niederwild heißt also Hasen, Füchse, Dachs, Kaninchen, alles was so kleiner ist. Dann gibt es, was aber noch zum Niederwild dazu zählt, ist das Reh. Und das Reh schießt man aber nicht mit Schrot. Das machen die Schweizer, glaube ich. Österreich, glaube ich, schießt auch mit der Kugel. Also wie gesagt, mit der Flinte jagt man in der Regel Niederwild, also kleine Tiere. Mit der sogenannten Büchse, also so ein Ding hier, schießt man dann alles, was größer ist, im Reh aufwärts. Man kann natürlich, wenn das Kaliber dementsprechend klein ist, kann man mit dem Gewehr auch auf den, sowieso auf einen Fuchs, Dachs oder Kaninchen schießen. Ja. Das ist, wie gesagt, dann sind die beiden Sachen hier, sind Langwaffen, sind ja auch lang. Was man noch zur Kurzwaffe dazu sagen muss, ist, na, jetzt, Kurzwaffe heißt bei uns in Deutschland, der Lauf ist unter 60 cm. Also wenn ich irgendwas habe, wenn ich jetzt rein theoretisch die hier absäge und bin unter 60 cm, habe ich eine Kurzwaffe. Als Jäger darf man ohne Bedürfnisnachweis zwei Kurzwaffen kaufen, und danach muss ich halt sagen, nehme es für Fallenjagd oder was sonst so alles gibt. Ja. Langwaffen darf ich als Jäger unbegrenzt kaufen. Das spielt dann keine Rolle. So, dann wiederholen wir das Ganze nochmal kurz. Also, was ist eine Kurzwaffe? Pistole oder Revolver unter 60 cm Lauf- bzw. Systemlänge ist eine Kurzwaffe. Langwaffe ist alles über 60 cm. Da gibt es, wie gesagt, einmal Flinten. Das ist dann sowas hier. Schrot. Also eine sehr große Öffnung, wie ihr seht. Und dann gibt es sogenannte Büchsen. Das ist dann hier eine kleine Öffnung. Mit der Kugel jagt man ab dem Reh aufwärts. Normalerweise muss man mit der Kugel jagen. Alles, was drunter ist, kann man mit Schrot jagen. Ja. Wie gesagt, einzelne Details zu den Waffen selber, was es dann so für Waffen gibt, gebe ich euch dann nochmal in einem extra Video. Das seht ihr dann. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen oder ihr habt ein bisschen was gelernt.
Wenn irgendwas nicht ganz passt, könnte man ja gern verbessern. Aber ich habe das jetzt mal versucht, so für den Otto-Normalbürger zu erklären. Vielen Dank, macht es gut, euer Waldläufer.